Bodenbearbeitungstechnik bei Horschleif. Wenn wir uns heute die Anforderungen an die Bodenbearbeitung anschauen, dann sind die, denke ich, gewaltig gewachsen über die letzte Zeit. In der Vergangenheit waren Anforderungen lockern, mischen, einebnen, rückverfestigen. Wenn wir uns die jüngere Vergangenheit anschauen, ist es natürlich immer wieder auf das Thema, möglichst flach arbeiten zu können. Und wenn ich flach sage, dann meine ich so 2-3 Zentimeter die Oberfläche durchschneiden, Aufwuchs abschneiden und die Fläche mechanisch schwarz machen. Das Ganze vor der Saat, um einfach optimale Bedingungen für die neue Kultur zu haben. Dieses ganz flache Arbeiten, das hat natürlich ein paar Herausforderungen. Zum einen ackerbaulich brauche ich erstmal Flächen, die ja dementsprechend eben sind und mit wenig Spuren durchsetzt sind, weil sonst ist dieses theoretisch 2-3 Zentimeter flaches Arbeiten halt nur ein Theoretikum. Auf der anderen Seite brauche ich natürlich auch Technik dafür, die in der Lage ist, durch präzise Tiefenführung das zu meistern oder natürlich auch angepasste Scharsysteme. Genau mit dem Thema wird sich mein Kollege Roman Scheller aus dem Sales Support auseinandersetzen. Roman ist dort verantwortlich eben für den Bereich Bodenbearbeitung und die letzten Jahre viel unterwegs gewesen mit dem Flachschneiden. Ich freue mich auf einen spannend zusammengeschnittenen Clip zum Thema flache Bodenbearbeitung. Hallo, ich bin der Michael und ich darf euch heute zusammen mit Roman unseren neuen Feiner vorstellen. Genau, servus. Roman, Frage 1, für welchen Einsatzzweck ist denn der Feiner gedacht? Der Feiner ist ganz klar für den Einsatzzweck gedacht, zur mechanischen Beikrautbekämpfung, Flächen das ganze Jahr schwarz halten, bis hin zur Saatbettbereitung. Stoppelbearbeitung würde ja gerne noch mit so einem Gerät gemacht, wie würdest du das einordnen? Geht, allerdings muss man ganz klar dazu sagen, Stroh sollte abgefahren sein. Und die Erntebedingungen sollten passend gewesen sein. Kurz gedroschen, sauber abgemähtes Feld. Beim Feiner, wenn wir jetzt starten mit dem im Markt, welches Spektrum können wir jetzt in Schritt 1 anbieten? Ja, wir bieten 6 Meter, 7 Meter und 8 Meter Maschinen im Dreipunktanbau an. Jetzt schaue ich so in die Maschine rein vom Aufbau her. Wir haben ja im letzten Jahr schon mal einen Feiner vorgestellt, der war in Summe ein bisschen länger. Jetzt gehen wir eher wieder zu einem kürzeren Design hin. Was ist der Grund dafür? Der erste Grund dafür ist, weil wir natürlich ganzflächig schneiden möchten und je kompakter wir das Zinkenfeld zusammenschieben, desto einfacher bekämpfen wir mechanisch Beikraut und vor allem auch, wir haben an die Saatbettbereitung gedacht, wenn wir in der Maschine mit Packer fahren möchten, dann bringt das einen wesentlichen Vorteil hinsichtlich der Schlepperkinematik, wenn wir einfach kompakte Maschine haben. Schauen wir uns mal das Zinkenfeld ein bisschen näher an. Strichabstand sind 15 cm, genau. Oder? Strichabstand sind wir bei 15 cm. Wir haben Schare verfügbar von 22 cm breit. Das sind unsere Gänsefußschare, die sehr flach vom Winkel sind, weil wir schneiden wollen und nicht ausarbeiten möchten. Aber selbstverständlich für die Saatbettbereitung sind wir bei 5 cm Schmalscharen, um auch im Frühjahr, wenn es feuchter ist, das Feld auch mal zum Ablüften zu bringen. Wir haben hier ein Zinken mit Doppelfeder verbaut. Wie schaut denn das von den Ausstattungsmöglichkeiten her aus? Ja, da sind wir sehr flexibel, Michael. Wir können jederzeit diese Doppelfeder nachrüsten. Tendenziell leichtere Standorte, den Standardzinken und dann eben, wenn es schwerer, wenn es griffiger wird, wenn ich auch einmal eine Doppelbearbeitung machen möchte, dann bin ich schon bei der Doppelfeder, bei der Konfiguration mit Doppelfeder. So, wir haben hier zwei verschiedene Maschinen da. Was kannst du denn zu den unterschiedlichen Ausstattungen sagen? Ja, hier die Maschine mit Stützrädern vor und nach dem Zinkenfeld, klassisch zur mechanischen Beikrautbekämpfung. Grund hierfür, Stützräder vorne und hinten, wir haben eine perfekte Tiefenführung und können die Maschine im Langloch fahren, was zur Folge hat, dass die Maschine entkoppelt vom Schlepper läuft und wir sehr exakt flach arbeiten können. Jetzt hört man natürlich immer wieder so Räder hinter dem Zinkenfeld, machen wieder fest. Und ist das überhaupt eine gängige Kombination oder eine glückliche Kombination für die mechanische Unkrautbekämpfung? Zum einen ja. Ich muss aber ganz klar dazu sagen, hinterher brauchen wir ein Werkzeug, das massiv genug ist, um die ganzen Spuren wieder auszuarbeiten. Und da haben wir unseren zweireihigen Striegel mit verbaut an der Maschine, der hydraulisch einstellbar ist, wo ich hervorragend auf die einzelnen Beikraut-Ecken in meinem Feld reagieren kann. Heißt, viel Beikraut, Striegel etwas leichter eingestellt, wenig Beikraut, Striegel aggressiver gestellt, damit das Material entertet wird. Damit man es schön an die Oberfläche zieht zum Ausdrucken. Genau so ist es.
Bei der Maschine da drüben habe ich gesehen, hast du halb-halb, einmal einen Packer und einmal Stützräder. Was kannst du uns da dazu erzählen? Ja, Michael, da habe ich euch eben die Variante, die Konfiguration mit Packer und Stützräder mitgebracht. Mit Packer sind wir ganz klar bei der Maschine für die Saatbettbereitung. Feinkrümeliges Saatbett, Rückverfestigung und ganz einfach die Gluten werden nochmal zerkleinert. Das heißt aber am Ende, wenn sich der Kunde für einen Packer entscheidet, hat er trotzdem alle Optionen offen, indem er im Prinzip dann die Konfiguration hier fährt, wenn es mal sehr nass ist oder wenn er einfach nur schwarz halten möchte, oder? Genau so ist es. Packerwalze rausbauen, Stützräder einbauen und glücklich sein. Roman, den Rahmen, wenn du mal anschaust, der schaut extrem robust aus. Ja, wir wollen natürlich leichte Böden bearbeiten können. Da reicht die einfache Feder oder auch schwere Böden, wo wir sagen, da brauchen wir die Doppelfeder. Und ganz klar, mit Doppelfeder brauchen wir auch natürlich einen Rahmen, der dahinter steht und der natürlich auch hält. Roman, ich habe heute gelernt, dass der Feiner ein sehr, sehr universelles Gerät ist. Vor allem, wenn ich den hinteren Bereich anschaue, viele Möglichkeiten, das Ganze zu kombinieren. Was gibt es denn sonst noch für Ausstattung für das Gerät? Ja, wir haben zwei Sä-Varianten. Einmal eine Sä-Variante mit einem Mini-Drill für die Zwischenfruchteinheiten oder eben ein Sä-Varianten, die Zinkensä-Technik, wo es dann in feuchten Bedingungen zum Einsatz kommen kann. Des Weiteren bieten wir die hydraulische oder auch mechanische Tiefeneinstellung, die Stützräder in der Front und im Heck kombiniert oder für die Kunden, die absolut keine Stützräder oder Packer im Heck möchten, können wir die Maschine auch nur über die Frontstützräder in der Tiefe führen. Ja, hallo zusammen, ich bin der Michael, ich bin heute zusammen mit dem Roman wieder mal am Feld. Ja, Roman, ist schon ein paar Wochen her, wo wir das letzte Mal da waren. Da hast du recht, 3-4 Wochen sind ins Land gezogen aufgrund der großen Niederschläge, die wir hatten. Ja. Ja, wie im letzten Video angekündigt, wollen wir natürlich jetzt auch schauen, was der Feiner in einem zweiten Arbeitsgang leisten kann, wenn der Aufwuchs da ist, wenn wir den abschneiden und natürlich hinten auch wieder eben machen. Genau, deswegen habe ich euch den Feiner mitgebracht in 7 Metern. Er überzeugt durchs kompakte Zinkenfeld, über die exakte Tiefenführung, welche sich vor und nach dem Rahmen befindet und dann im Heck den zweireihigen Striegel. Aber ich würde jetzt vorschlagen, bevor wir anfangen an der Technik, schauen wir uns das Feld mal an, die Ausgangsbedingungen, dass ihr ein bisschen eine Einschätzung davon habt, mit welchen Themen wir hier beschäftigt sind. Ja, auf dem Feld hier, wie man unschwer erkennen kann, ist Raps gestanden. Eine Vorarbeit mit der Scheibenecke ist hier gelaufen. Ja, Roman, wenn ich mir jetzt hier so anschaue, wie würdest du die Herausforderungen einschätzen? Schauen wir uns die Arbeitsqualität nochmal an. Wie gesagt, herausfordernd ist die Kruste zum Brechen in erster Linie. Dann das Feld einheitlich abzuschneiden. Wenn ich einen Meter da jetzt nochmal drüber lege, Michael, sind wir uns, denke ich, einig. Ja, was werden wir da Arbeitstiefe brauchen? Ja, auf jeden Fall 5 cm, 5-6 cm, weil wir doch eine relativ große Unebenheit haben. Sicher geschuldet dem vielen Wasser, wo halt der Setzungsprozess im Boden schon angefangen hat. Genau, und den Raps wollen wir ausarbeiten und dann durch unseren Schwerstriegel auskämmen und oben aufliegen zu lassen. Ich denke, oder ich könnte mir vorstellen, dass der Schwerstriegel in dem Jahr dann auch wieder einen Vorteil hat, weil wenn ich so tief arbeiten muss, mische eigentlich viel ein, aber ich will es ja oben liegen lassen. Ich glaube schon, dass der Striegel in der Lage ist, das oben hinzulegen. Aber genau das werden wir uns natürlich jetzt dann auch nochmal im Fahren anschauen. Genau. Schauen wir mal. So Roman, jetzt schauen wir mal, ob der Feiner das hält, was er verspricht. Genau. So, schauen wir mal uns den Bearbeitungshorizont an. Also die Kruste ist auf jeden Fall einmal gebrochen. Definitiv. Und ja, jetzt, wenn ich da schaue, ich schaue mal ein bisschen, was der Raps macht. Das heißt, alles, was ich jetzt so an Raps finde, ist definitiv abgeschnitten. Genau. Würde ich auch sagen, es ist feinkrümelig. Was wir natürlich haben, ist ein Bearbeitungshorizont. Wie schätzt denn das, Emil? Ja, das wird sich wahrscheinlich in so einem feuchten Jahr nicht ganz vermeiden lassen, wenn ich ganz pflegig schneide. Auf der anderen Seite hätte ich jetzt gar keine so große Angst, weil er ist natürlich sehr flach. Und wenn ich jetzt da durchgehe, das sieht man hier auch schön, der ist nicht mächtig. Das heißt, ich kann ihn im nächsten Arbeitsgang zum Saatbett bereiten, dann nochmal leicht runterfahren und
diese Schicht wieder aufmachen. Genau, Mil, da bin ich voll bei dir. Apropos Saatbettbereitung. Da habe ich ja im Feiner jetzt zwei Versionen für dich mitgebracht. Einmal Stützräder im Heck und einmal Packer. Wo wäre man nach deiner Meinung was einsetzen? Ja, wenn man so das Arbeitsbild anschaut, kann man natürlich, denke ich, schon schön erkennen. Auf der rechten Seite liegt es tendenziell ein bisschen lockerer da, aber natürlich etwas grober, weil hier der Packer halt keine Arbeit gemacht hat. Wenn ich auf die linke Seite schaue, wo der Rollflex-Packer gelaufen ist, siehst du, da ist ein bisschen mehr Feinerde da, ein bisschen weniger gröberes Material. Aber was ich auch gut finde, wenn du da nochmal rüber gehst, der Striegel ist trotzdem in der Lage, den Raps wieder an die Oberfläche zu bringen. Da ist natürlich der Raps ein dankbares Material, weil er große Blätter hat und sich ja schön auskämmen lässt. Genau so ist es. Ich habe jetzt damals so einen Brocken mit rüber genommen von unserer Seite, wo kein Packer verbaut ist. Und da sehen wir einfach so einen großen Erdklumpen, findet man jetzt nach dem Packer überhaupt nicht. Ja, definitiv. Ja, schauen wir uns vielleicht das Werkzeugfeld nochmal an, weil ich glaube, das könnte euch interessieren, mit was wir jetzt hier genau gefahren sind. Genau. Zum einen ist es ja so, dass wir beim Feiner bewusst auf ein kompaktes Zinkenfeld setzen. Einfach aus dem Grund, weil man auch an Hanglagen, wenn die Maschine zum Abdriften neigt, ganzflächig arbeiten möchte. Da ist es immer eine größere Herausforderung. Und dann ist es so, dass wir 15 cm Strichabstand in der Maschine haben und hier dann 22 cm breite Flügelschare. Ist das für dich jetzt ein passendes Schar für die Bodenbearbeitung oder würdest du anderes empfehlen? Aktuell zu dem Zweck, glaube ich, sind wir da ganz gut aufgestellt. Wir haben 7 cm Überlappung, das heißt, wir schneiden auch sicher. Man sieht jetzt ja hier schön, ich habe es jetzt mal aufgemacht, wir sind relativ flach, vielleicht so 4 cm jetzt an der Stelle. Und trotzdem hinten dran ist es sauber durchgeschnitten. Zu dem Schar habe ich noch eine Frage, ist jetzt ein Standardschar, wie schaut es denn da mal mit Hartmetall aus für die Zukunft? Hartmetall haben wir jetzt schon erhältlich, auch die 22 cm Scharbreite, natürlich für die maximale Standzeit. Gut, Roman, zum Zinken hätte ich noch eine Frage an sich. Wir haben jetzt hier mit Doppelfeder verbaut. Denkst du, ist das schon eine Situation, wenn man Doppelfeder braucht? Auf jeden Fall. Vor allem zeichnet sich das bei uns im Feiner aus, dass wir die jederzeit nachrüsten können, um eben auch unter solchen Bedingungen ganz flächig schneiden zu können. Ja, unser Stichwort, Roman, ganz flächiges Schneiden. In welchen Arbeitsbreiten können wir denn aktuell mit dem Feiner arbeiten und was ist denn da für die Zukunft angedacht? Ja, aktuell sind wir mit 6, 7 und 8 Meter am Markt, wobei wir bei 8 Meter ganz klar sagen müssen, dass wir mit der Transporthöhe die 4 Meter überschreiten werden. Ja, und in Zukunft arbeiten wir selbstverständlich auch an gezogenen Geräten, wo es dann in die üblichen Arbeitsbreiten bis zu 12 Meter und eventuell noch größer gehen kann. Du hast ja in deinem Video intensiv mit dem Feiner beschäftigt, also mit einem sehr neuen Produkt. Jetzt haben wir aber auch noch den Cruiser im Programm, auch ein Produkt, das vielleicht im ersten Moment sehr ähnlich ist, aber wo würdest du da die Unterschiede ziehen? Die Unterschiede sehe ich ganz klar im Durchgang. Beim Cruiser können wir ohne weiteres, sofern die Erntebedingungen passen und vor allem auch die organische Masse, auch den Stoppelsturz durchführen. Und der Feiner ist, wie wir es im Video gesehen haben, das Produkt, wo es im zweiten, dritten Bodenbearbeitungsgang darum geht, ganz flächig zu schneiden, Beikraut auszuarbeiten und mit dem Striegel vor allem auszuarbeiten. Cruiser hinsichtlich Arbeitstiefe noch bis maximal 15 cm und beim Feiner, wir sehen es am Zinken, sind wir irgendwo bei 10 cm maximaler Arbeitstiefe. Ja, im Video haben wir einmal in einer Getreidestoppel oder nach einer Getreidestoppel gearbeitet und im anderen Fall im Raps. Sind jetzt zwei Situationen, die vom Abschneiden, ich denke, ein lösbares Thema sind. Ja. Jetzt haben natürlich einige Betriebe auch Gras oder Kleegras zum Umbrechen. Was ist da unsere Strategie oder deine Empfehlung an der Stelle? Ja, unsere Strategie, wir haben es ja oft versucht, mit dem Feiner gefahren, mit dem Cruiser gefahren. Aber da haben wir eine neue Entwicklung mit dabei, unser Horst Terracut-Schar. Hat 40 cm Scharbreite, ist bei jedem oder auf jeden Terragrip-Zinken montierbar, steht dann, wenn es an Terragrip-Zinken angebaut ist, sehr, sehr flach, also bis 1-2 Grad, sodass wir ganz flächig arbeiten können und eben am Terragrip-Zinken, die Elemente sind mit 500 Kilo vorgespannt, das steht auch im Boden. Das heißt, auch unter härteren Bedingungen beim Stoppelsturz oder auch beim Kleegrasumbruch im Sommer habe ich hier den ganz flächigen Schnitt.
und vor allem 40 cm Schabbreite bei 30 cm Strichabstand. Was wollen wir mehr? Mhm. Kannst du mal für unsere Zuschauer, die vielleicht noch nicht ganz so sattelfest sind, bei den verschiedenen Maschinen nochmal einordnen, wo wir mit Terracut unterwegs sind, bei welchen Maschinen? Ja, Terracut bei allen Maschinen, welche den Scharstil, den Terragrip Zinken verbaut haben, sprich Tarano-Modelle auf jeden Fall und vor allem auch die Tiger-Modelle sind da mit konfigurierbar. Das heißt, da sind wir im Standardgruppe-Bereich unterwegs, genau. Also eine weitere Aufwertung für den Standardgruppe in den Betrieben. Ja, war auch unsere Idee dabei, der Landwirt ja primär, der etwas Kleegras in seiner Fruchtfolge hat und da nicht im Sommer, wenn es umgebrochen werden soll, Pflug rausholen, Brocken erzeugen, wo ich dann hinterher wieder Probleme habe mit der Folgebodenbearbeitung, denn das brockige Feld wieder klein zu kriegen. Da haben wir dann den Vorteil, mit dem Standardgrubber unser Kleegras umzubrechen und das einheitlich flach und vor allem der Zugkraftbedarf bei, wenn ich an 5 bis 7 cm Arbeitstiefe denke, spielt da auch nochmal sehr, sehr positiv mit rein. Und eben ein Zusatzwerkzeug und kein extra Bodenbearbeitungsgerät. Ja. Ja, ihr seht schon, im Thema Flachschneiden, denke ich, sind wir im Unternehmen sehr, sehr gut aufgestellt, indem wir einmal die Spezialisten haben, Feiner und auch den Gruser für die Einsätze, aber auch natürlich an die vielen Maschinen gedacht haben, die schon im Markt unterwegs sind, vor allem im Terrano-Bereich, um mal hier nochmal eine Option zu bieten, ultraflach arbeiten zu können, was in Zukunft sicher nochmal an Bedeutung gewinnen wird, spätestens, wenn wir natürlich auch einen Baustein wie das Glyphosat aus der Produktion rausnehmen, wo es einfach ums chemisch Schwarzmachen ging. Roman, vielen Dank an der Stelle. Danke, Michael. Ja, und an euch ebenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Fragen da sind, jederzeit gerne an uns. Wir leiten es an Roman weiter. Er wird hier eine kompetente Antwort zurückliefern. Ja, und wir sehen uns gleich wieder hier bei Horsch Live zum letzten Vortrag. Dankeschön.